Mit Heinz Karrer will der Dachverband der Wirtschaft aus der Krise finden. Seine gewinnende Art soll Economy Suisse näher zu den Menschen bringen. 1992 gingen Wirtschaftsbosse für den EWR-Beitritt persönlich auf Stimmenfang. Die Spitze des Industrie- und Handelsvereins, genannt vor Ort, demonstrierte vor dem Bundeshaus. Es war wichtig aus unserer Sicht, dass auch der Bürger realisiert, dass die Unternehmer auch bereit sind, auf die Straße zu gehen. Es half nichts. Das Volk lehnte den EWR-Beitritt ab. Eine Schlappe für die Vorgängerorganisation der Economy Suisse, den Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins. Jahrzehntelang war der 1870 gegründete Vorort eine staatstragende Institution. Deren Präsident wurde gar als achter Bundesrat bezeichnet. Entsprechend groß war der Spielraum, den man einforderte. Dieses Vertrauen fußt ja auf dem Gedanken, dass die Wirtschaft ihre Probleme in eigener Verantwortung besser lösen kann als der Staat. Doch der Vorort verlor an Einfluss. Der Namenswechsel im Jahr 2000 zu Economy Suisse sollte einen Neubeginn einleiten. Economy Suisse ist natürlich auch ein Zeichen, dass die Wirtschaft sich stärker in der Politik engagieren will, als sie das vielleicht bisher getan hat. Die Präsidenten agierten wenig glücklich. Jüngster Tiefpunkt: die verlorene Abstimmung zur Minderinitiative. Wir stellen uns Fragen ganz grundsätzlicher Art, wer wir sind, was sind unsere Ziele und wie wollen wir diese Ziele erreichen. Heinz Karrer soll Antworten geben und Economy Suisse zu Abstimmungserfolgen verhelfen.